Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, und zwar Lifeline. So, wir schreiben hier mit einem Unbekannten und ich werde lesen, was hier steht. Hallo? Funktioniert das Ding? Kann jemand lesen, was ich schreibe? Ich schreibe, wer ist da? Er schreibt, okay, entschuldige. Ich hatte mit meinem Namen anfangen sollen, aber ich war so aufgeregt, dass jemand mein Signal empfängt. Ich heiße Taylor und ich war Astronaut an Bord des Raumschiffes Varia. Warte, was ist passiert? Die Varia? Ich frag ihn mal, was passiert ist. Unser Raumschiff ist abgestürzt. Auf irgendeinem Planeten. Hab nicht die leiseste Ahnung wo. Ich konnte mich in eine Rettungskapsel retten. Ob das noch jemand geschafft hat, ich weiß es nicht. Der Sensor meines IEVA-Raumanzugs sagt mir, dass die Luft hier draußen zumindest Sauerstoff enthält. Das grenzt schon fast an einem Wunder. Aber ich habe weder Wasser noch Nahrungsvorräte. Die Kapsel verfügt nur über die übliche Basisausstattung. Auf jeden Fall habe ich den mobilen Sender wieder zum Laufen gebracht. Aber du scheinst der Einzige, der in der Nähe des Signals zu sein. Wer oder was du auch bist. Ja, und zwar handelt es sich hier um, dass man antworten muss. Und wenn man was falsch macht, dann stirbt der Junge. Bist du in Ordnung? Mal sehen, mein Raumschiff ist in der Mitte von nirgendwo abgestürzt. Hier herrscht nicht gerade das prahlende Leben. Aus meiner Crew scheint auch niemand überlebt zu haben, nur ich. Ausgerechnet ich, die Person, die am allerwenigstens auf diesen Notfall vorbereitet ist. Aber bis auf einen gequetschten Zeh habe ich den Absturz ohne Schrammen überstanden. Kann mich also nicht beklagen. Danke der Nachfrage. Das mit dem C tut mir leid, Flugscheißer. Am allerwenigsten auf diesen Notfall vorbereitet. Also komm, wer jetzt links drückt, der ist echt assi. Ja, weil ich ein Student bin, okay? Kein Astronaut. Ich habe die Teilnahme an der Raummission bei einer Lotterie des Wissenschaftlichen Instituts gewonnen. An Bord habe ich dann die 0G-Experimente an Ratten, Flechten und so einem Zeug durchgeführt, okay? Eigentlich sollte ich nicht eine Sekunde ohne geschulten Aufpasser an meiner Seite sein. Eins jedenfalls sicher, vom Verhalten bei Bruchlandungen im All steht nichts in unserem Studentenhandbuch. So was lernen wir nicht in den naturwissenschaftlichen Kursen. Ich habe nur Leistungskurse belegt. Also das wird nur so ein kleines Zwischenprojekt, bis ich etwas gefunden habe, was ich richtig let's playen kann. Und ich habe jetzt schon wieder meine Aufnahmetaste verloren. Okay, 4 Minuten nehme ich auf. Ich weiß jetzt, dass es hier ist. So. Oh, echte Intelligenz, Bestie, was? Okay, und wo bist du jetzt? Ich bin im All gestrandet. Das ist das Einzige, was ich sicher weiß. Falls du eine Ahnung hast, wo nirgendwo ist. Ach so, falls du eine Ahnung hast, wo nirgendwo ist. Ich bin genau in der Mitte. Auf jeden Fall befand sich die Varia kurz auf dem Planeten Tau Ceti 4. Keine Ahnung, ob wir von dem planmäßigen Kurs abgekommen sind und wenn ja, wie weit. Jedenfalls war ich nicht in der Nähe der Kommandobrücke, als das Raumschiff abgestürzt ist. Colby, sie hat mich in eine Rettungskapsel verfrachtet und sich dann um die anderen gekümmert. Ja, so war sie.
hat dann das Bewusstsein verloren. Vom Schock oder Angst oder was auch immer. Und als wieder zu mir kam, war ich hier. Beschreibe hier. Also meine Rettungskapsel ist in einer Art Wüste untergegangen. Hier gibt es nichts, außer weißes Gestein. In der Ferne sehe ich eine riesige weiße Erhebung. Und ein paar Meilen weit weg. Oder Kilometer. Sie haben versucht, mich für diesen Trip auf das metrische System einzuschwören. Aber ich raffe es einfach nicht. Auf jeden Fall sieht die Erhebung seltsam systematisch aus. So als ob es sich nicht um eine natürliche Formation handelt. Der Kompass meines Raumanzugs sagt mir, dass sie im Nordosten liegt. In der entgegengesetzten Richtung sehe ich zwei schwarze Rauchsäulen, verzeih ich, dass es sich um die Beria handelt, die auseinandergebrochen ist. Im besten Falle in nur zwei Hälften. Scheint näher zu sein als der Flügel. Was soll ich nun tun? Okay, ich würde damit sagen, das war's mit der ersten Folge von Lifeline, The Game. Ich mache jetzt weiter hier und in der nächsten Folge ist hier, was ich jetzt drücke. Also seid gespannt, haut da rein, Leute, und ciao. Danke. Okay, was soll ich jetzt nehmen? Soll ich zur Absturzstelle gehen oder auf... zur Absturzstelle. Ja, das macht Sinn. Und drückt mir die Daumen, dass es noch andere Überlebende gibt. Im IV-Anzug ist es technisch unmöglich. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich etwas zu essen und Teile des Equipments finde. So, ich mache jetzt mich auf den... Jetzt auf den Weg nach Süden. Die Rauchsäulen sind bestimmt einer der Stunde von hier entfernt. Oder was auch immer das metrische Polyvalent zu einer Stunde ist. Ich melde mich, wenn ich angekommen bin. Oh Mann, was passiert jetzt? Ich stoppe mal kurz die Aufnahme, dann sehen wir uns gleich wieder. Also Leute, anscheinend ist Taylor noch ein wenig beschäftigt. Das packe ich jetzt eigentlich noch in die andere Folge, weil sonst würde es sich nicht lohnen, so. Warum würde ich sagen, jetzt könnt ihr reinhauen. Warum würde ich sagen, ciao.